Warum drängen Österreich und Ungarn immer wieder auf einen EU-Beitritt Serbiens? Man muss nicht viel über die europäische Geschichte wissen, um zu erkennen, dass die beiden Länder noch vor einem knappen Jahrhundert Todfeinde waren. Heute sind Ungarn und Österreich die besten Freunde Serbiens in der Europäischen Union, während Serbiens traditioneller westeuropäischer Verbündeter, Frankreich, sich zunehmend von ihnen distanziert und Kroatien zum besten Freund Frankreichs auf dem Balkan macht. Vieles davon hat mit dem geopolitischen Umfeld Europas zu tun. Im 19. Jahrhundert war Europa immer noch ein Kontinent der Imperien, in dem kleine Staaten verschlungen wurden. Österreich und Frankreich waren jahrhundertelang Rivalen, wenn es darum ging, kleine Staaten in den Niederlanden, im Rheintal und in Italien auszuplündern. Als Österreich sich Ungarn einverleibte, wollte es weitere Länder im Osten erobern. Dort sah es sich mit den Osmanen, dann mit den Russen und den Serben konfrontiert. Und deshalb schlossen die Franzosen mit den Serben ein strategisches Bündnis, um Österreich-Ungarn einzudämmen. Aber Europa hat das Zeitalter des Imperialismus längst hinter sich gelassen. Die geopolitischen Allianzen von einst ergeben im modernen politischen Umfeld Europas keinen Sinn mehr. In diesem neuen Umfeld verfolgen die europäischen Länder neue Ziele, die sich oft von ihren alten Zielen unterscheiden. Die Franzosen haben jahrzehntelang und parteiübergreifend davon geträumt, einen europäischen politischen Block der Mittelmeerländer zu schaffen, der mit den anderen europäischen politischen Blöcken Nordeuropas und Osteuropas auf Augenhöhe stehen kann. Vom Verkauf billiger Kampfflugzeuge an die Griechen und Spanier, über das Kuscheln mit den Italienern, Spaniern und Portugiesen, wann immer es möglich ist, bis hin zum Versuch, griechische und türkische Streitigkeiten zu lösen. Die französische Europapolitik hat sich stark darauf konzentriert, die Mittelmeeranrainer zur Zusammenarbeit und Integration zu bewegen. In diesem Zusammenhang sind Österreich und Ungarn nicht länger eine rivalisierende Macht, sondern ein nettes Tourismusziel. Die Franzosen bezeichnen Österreich manchmal liebevoll als den alten Feind und Serbien ist einfach nur noch langweilig, weil es ein Binnenland ist. Aber Kroatien mit seiner großen, langen, wunderschönen Mittelmeerküste ist für die Franzosen der attraktivste Ort in der Balkannachbarschaft. Frankreich gehörte zu den ersten, die die kroatische Unabhängigkeit anerkannten. Kroatische Truppen werden regelmäßig eingeladen, um auf französischen Paraden zu marschieren. Frankreich hat den Aufbau und die Modernisierung des kroatischen Militärs stark subventioniert und unterstützt. Frankreich ist einer der größten Investoren in Kroatien. Frankreich fördert den französischen Tourismus in Kroatien und Frankreich war die treibende Kraft hinter der kroatischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union und der NATO. Frankreich hat es sich im Grunde zur Mission gemacht, Kroatien aus der Politik und den Streitigkeiten auf dem Balkan herauszureißen, um es zu einem Teil eines politischen Blocks im Mittelmeerraum zu machen. Eine gewisse Ironie, wenn man bedenkt, dass die beiden Länder erbitterte Fußballrivalen sind. Aber im modernen Kontext eines postimperialen Europas der Kooperation macht es Sinn. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Franzosen mit diesem Projekt in den kommenden Jahrzehnten Erfolg haben werden und ob wir, so wie wir Nordeuropa und Osteuropa als politische Blöcke innerhalb Europas sehen, vielleicht auch bald von den Mittelmeerländern als einem eigenen europäischen politischen Block sprechen werden. Und genau diese Art von politischem und wirtschaftlichem Kalkül in einem postimperialen Europa ist der Grund, warum Ungarn und Österreich so stark in Serbien investiert sind. Und das meiste davon dreht sich um einen vernachlässigten Fluss. Ich überquere die Donau fast jeden Tag. Und ich kann dir sagen, dass sie ein riesiger Fluss ist. Ich wohne in einem Teil von Wien, der Floridsdorf heißt und am Nordufer der Donau liegt. Und die Menschen in den südlichen Teilen Wiens machen sich oft über die Bewohner dieses Teils der Stadt lustig, indem sie ihn Transdanubien oder Barbaria nennen. Das liegt daran, dass der Fluss früher die Grenze zwischen dem Römischen Reich und dem, was nördlich davon lebte, war. Die Donau entspringt in Deutschland in der Nähe der schweizerischen und französischen Grenze. Sie ist 2800 Kilometer lang und fließt durch 10 Länder und mündet in der Ukraine in das Schwarze Meer. Geografen unterteilen die Donau gerne in drei Abschnitte. Die obere Donau in Mitteleuropa von Deutschland bis zur Slowakei, die mittlere Donau auf dem Nordbalkan von Ungarn bis Serbien und die untere Donau auf dem Ostbalkan von Rumänien bis zur Ukraine. Bei der oberen Donau handelt es sich um einen schnell fließenden Fluss, der oft durch enge Täler fließt. Die mittlere Donau ist breit und gemächlich und für die Bewässerung der großen fruchtbaren Felder des Pannonischen Beckens unerlässlich. Die untere Donau ist massiv und fließt durch die fruchtbaren walachischen Ebenen ins Schwarze Meer. Aber der Einfluss der Donau beschränkt sich nicht nur auf die Donau selbst. Betrachtet man die verschiedenen Nebenflüsse, so ergibt sich ein riesiges Gebiet,
das 19 verschiedene Länder umfasst, die alle durch diese Geografie mit der Donau verbunden sind. Sie ist der zweitgrößte Fluss Europas und bis zu einem Viertel der europäischen Bevölkerung lebt in ihrem Einflussbereich, was durch die Tatsache verstärkt wird, dass die Donau fast auf ihrer gesamten Länge bis zum bayerischen Kelheim für Transportschiffe schiffbar ist. Viele der Nebenflüsse der Donau, wie die Morava, Trava, Sava, Tisa und Prot, sind teilweise schiffbar. Und genau hier sehen wir im historischen Kontext einige unserer geografischen Annahmen über Flüsse bestätigt, aber auch in Frage gestellt. In der Antike war die Donau eine Grenze. Geografische Deterministen werden einem sagen, dass Flüsse immer großartige Grenzen sind, sie sind schwer zu überqueren und bilden ideale militärische Verteidigungslinien. Aber Flüsse sind auch die besten Verkehrsadern für den Inlandstransport, die es gibt. Sicher, Lastwagen sind großartig, Züge sind sogar noch besser, aber wie dir jeder aus dem Mississippi-Becken bestätigen wird, geht nichts über einen schiffbaren Fluss in deinem Land als Transportader. Zu der Zeit, als das Habsburgerreich entstand, war die Donau nicht mehr nur eine Grenze, sondern das Herzstück, das das Reich am Laufen hielt. Ohne sie hätte das Reich nie funktioniert. Steirischer Stahl, ungarisches Getreide, österreichische Soldaten und Steuereintreiber wurden donauaufwärts und abwärts verschifft und damit alles in einem System integriert. Dies wirft eine Frage auf, die wir in früheren Videos gestellt haben. Formt die Geografie die Gesellschaft oder ist es wichtiger, wie wir als Gesellschaft mit der Geografie umgehen und sie nutzen? Nichtsdestotrotz hat die Donau sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, dass sich die verschiedenen Kulturen an ihren Ufern vermischt haben. Von ungarischem Gulasch über bosnisches Börek, österreichisches Schnitzel, slowakische Krina, serbische Cevapcici, rumänische Jamari, kroatische gefüllte Paprika bis hin zu bulgarischem Moussaka. Ich kann 20 Minuten von meiner Wohnung aus laufen und finde sie überall in Supermärkten. Und ich bin mir sicher, dass dies für jeden Zuschauer von Budapest über Bratislava bis Belgrad und Co. genauso gilt. In der Architektur und sogar bis hin zur Fußballkultur hat die Geografie der Donau in dieser Region zu vielen Gemeinsamkeiten geführt, die der Historiker Simon Weiner Danubia genannt hat. Und Danubia steht im Mittelpunkt des Interesses, das Ungarn und Österreich an einer serbischen Integration in Europa haben. Als das österreichisch-ungarische Reich zusammenbrach, wurde die Donau weitgehend vernachlässigt. In der Zwischenkriegszeit stritten sich die nationalen Einheiten hauptsächlich um Ländereien und Ressourcen. Ungarn und Rumänien waren viel zu sehr damit beschäftigt, sich darüber zu streiten, wem was gehört, als dass sie in der Lage gewesen wären, sich auf eine gemeinsame Nutzung von Gebieten von wirtschaftlichem und kulturellem Interesse einzulassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Kommunismus die Donau durch die Vernachlässigung in Ungarn schwer geschädigt. Die Donau und ihre Nebenflüsse wurden hauptsächlich zur Verklappung giftiger Industrieabfälle genutzt. Serbien und Kroatien gehörten damals zu Jugoslawien, und obwohl sich rund um Belgrad eine ausgedehnte Industrie entwickeln konnte, wurde die Donau nicht als Verkehrsinfrastruktur genutzt. Heute wird oft vergessen, dass die Sowjetunion Jugoslawien nicht gerade freundlich gesinnt war, vor allem nicht unter Tito, so dass Tito wenig Grund zur Integration Jugoslawiens in die Sowjetunion sah. Die Donau war für Jugoslawien als Verkehrsinfrastruktur nicht besonders nützlich. Belgrad stellte wahrscheinlich die besten Maschinen aller kommunistischen Länder her, konnte sie aber nicht verkaufen und donauabwärts verschiffen, weil es dort keine Kunden gab. Stattdessen erschloss Jugoslawien die Häfen an der Adria. In Rumänien waren die Dinge am schlimmsten, die schlimmste Misswirtschaft des Flusses von allen Ländern. Schiffswracks füllten den Fluss und wurden nicht entfernt. Abfälle wurden in den Fluss gekippt, und Ceausescu, der kommunistische Diktator von Rumänien, war so dumm, dass er rumänische Zwangsarbeiter mobilisierte, um einen Kanal von der Donau zum Schwarzen Meer zu bauen. Ja, du hast richtig gehört. Die Donau ist ein Fluss, der ins Schwarze Meer fließt. Und Ceausescu verschwendete nationale Ressourcen, um einen Kanal zu bauen, der die Donau mit dem Schwarzen Meer verband. Was er nur tat, um die Sowjetunion zu ärgern, weil er keine Transportgebühren zahlen wollte, obwohl er eigentlich gar nicht viel zu transportieren hatte. Diese Vernachlässigung der Donau während des Kalten Krieges hatte jedoch einen unbeabsichtigten Nebeneffekt. Das Donaubecken wurde zu einer Region von unberührter natürlicher Schönheit, da große Landstriche sich selbst überlassen wurden, vor allem an einem Ort, im Donaudelta in Rumänien und der Ukraine. Und obwohl die Donau während des Kalten Krieges als Mittelpunkt des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs vernachlässigt wurde, wurde sie in einem Punkt nicht vernachlässigt. Als Mittel zur Stromerzeugung. Ironischerweise begann dies mit einem sozialistischen Regierungsprogramm in dem einzigen nicht-sozialistischen Land an der Donau in den 70ern.
Dieses sehr konservative Land wählt in einer seltsamen Wendung den am weitesten links stehenden Anführer, den ein demokratisches europäisches Land je hatte. Österreich wollte seit den 1950er Jahren energiepolitisch unabhängig von Deutschland und Italien sein und hatte seither in die Wasserkraft investiert. Unter Kreisky wurde diese Politik perfektioniert und ein riesiges Netz von Wasserkraftwerken an der Donau und ihren Nebenflüssen errichtet, um ein öffentliches staatliches Stromnetz zu schaffen. Diese Politik war so erfolgreich, dass sie sofort von allen anderen Donaustaaten kopiert wurde. Hier wird die Frage aufgeworfen, wie wir Geografie sehen und interpretieren. Genauer gesagt würde ich argumentieren, dass einige Aspekte der Geografie eher eine Frage der Interpretation und der Nutzung sind, als die physische Realität selbst. Ich würde argumentieren, dass der Balkan als geografische Einheit keine reale Sache ist, die auf irgendeine Weise auf geografischen Merkmalen begründet ist, sondern ein politisches Konstrukt des Osmanischen Reiches, dessen Existenz als wahrgenommene Einheit während des Kalten Krieges künstlich verlängert wurde. Das Konzept des Balkans macht nur Sinn, wenn man ihn als eine eigenständige Halbinsel betrachtet. Aber Europa ist an sich eine Halbinsel mit Halbinseln, so dass dies geografisch gesehen keinen Sinn ergibt. Der Balkan selbst weist keine einheitlichen geografischen Merkmale auf, er wird von verschiedenen Gebirgszügen und Becken zerschnitten und zerteilt. Und es gibt kein grundlegendes geografisches Merkmal, das all dies vereint. Ich würde behaupten, dass der Balkan ein geografisches und pseudokulturelles Konzept von zweifelhaftem politischen Ursprung ist, das in den Mülleimer der Geschichte gehört und durch bessere Konzepte ersetzt werden sollte. Es ist zum Beispiel viel sinnvoller, den Balkan in zwei Regionen aufzuteilen. Die eine kann einfach als zentrales Mittelmeer bezeichnet werden, ein von der griechischen und türkischen Kultur geprägter Übergangspunkt im Mittelmeerraum zwischen dem italienisch dominierten westlichen und dem arabisch dominierten östlichen Mittelmeer. Und der andere Teil ist Zentraldanubien, eine geografische Einheit, die sich trotz fast 100-jähriger Vernachlässigung als viel zu nützlich für den Austausch von Kultur und Handel erwiesen hat, um einfach zu verschwinden. Und die deshalb der Grund dafür ist, warum Österreich und Ungarn derzeit die besten Freunde Serbiens in Europa sind. Beide träumen von einer Wiederbelebung der Donauregion. Wenn sie richtig ausgebaut wird, könnte sie zu einem Kern der europäischen Infrastruktur, Energie, Industrie, Kultur und des Handels werden, der es mit dem Rheintal aufnehmen könnte. Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad und Bukarest könnten zu Zentren der europäischen Industrie und des Handels werden und Rumäniens Schwarzmeerseehäfen könnten zu den Toren eines der größten Wirtschaftszentren Europas werden, wenn man es denn will. Viele der europäischen Binnenländer könnten einen Zugang zum Meer erhalten und ein Teil Europas, der lange Zeit als isoliert, weit entfernt und rückständig galt, könnte plötzlich zu einem zentralen Teil Europas werden, so wie die Franzosen vom Mittelmeer als integriertem Block in Europa träumen. Österreich und Ungarn träumen von den europäischen Danubiern als einem politischen Block in Europa und das Einzige, was diesem Traum im Wege steht, ist Serbien. Es ist nicht so, dass Serbien selbst ein inhärentes Hindernis darstellt, sondern die Lage, in der sich Serbien befindet, damit die Donau zu einer europäischen Handels- und Kulturader werden kann. Der Verkehr entlang der Donau darf durch so wenig Hindernisse wie möglich erschwert werden. Dies könnte durch eine EU-Mitgliedschaft erleichtert werden, und Serbien ist das letzte Land, durch das die Donau fließt, das nicht Mitglied der EU ist. Und Serbien in die EU zu bekommen wird, gelinde gesagt, schwierig sein. Ungarn und Österreich stehen daher vor vielen Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Versuch, Serbien und Kroatien dazu zu bringen, miteinander auszukommen, was in der derzeitigen Situation eine fast unmögliche Aufgabe ist. Kroatien ist zwar ein Donauland, hat aber die jugoslawischen Häfen geerbt und zieht es vor, seine Adriaküste auszubauen und sich stärker mit dem Mittelmeerraum zu verbinden, als mit dem, was es als rückständige Balkanvergangenheit betrachtet. Österreich und Ungarn müssen auch die Niederlande berücksichtigen, die während des Bosnienkriegs in Srebrenica gedemütigt wurden. Die Niederländer haben sich daher vor Jahrzehnten verpflichtet, alle Versuche einer serbischen EU-Mitgliedschaft zu blockieren, solange Serbien den bosnischen Völkermord nicht offiziell anerkennt. Österreich und Ungarn werden also entweder die Niederländer davon überzeugen müssen, diese Verpflichtung aufzugeben, oder sie müssen die Serben irgendwie davon überzeugen, eine ziemlich unangenehme historische Selbstreflexion zu betreiben. Aber die oft übersehene größte Herausforderung bei all dem ist es, die Serben davon zu überzeugen, der EU beizutreten. Die Feindseligkeit gegenüber der Europäischen Union ist durchaus vorhanden. Serbien ist auch nicht gerade eine gut funktionierende Demokratie, was Ungarn wahrscheinlich nicht sonderlich kümmert,
aber die Österreicher in Verlegenheit bringen und ein Hindernis für die EU-Mitgliedschaft im Allgemeinen sein könnte. Es ist zu bezweifeln, dass viele Europäer sich mit der Aussicht auf eine serbische Version von Viktor Orban in der Zukunft auseinandersetzen wollen. Die bei weitem größte diplomatische Herausforderung besteht jedoch darin, Serbien davon zu überzeugen, seine anderen Freunde, speziell Russland, loszulassen und dass es stattdessen eine viel bessere Zukunft gibt, wenn es seine Nachbarn Österreich, die Slowakei, Ungarn und Rumänien zu seinen neuen besten Freunden macht. Polen wird zweifelsohne die Aufnahme russischer Freunde in die Europäische Union blockieren. Was den Serben von den Österreichern und Ungarn gern vorgehalten wird, ist die Aussicht auf wirtschaftliche Entwicklung. Österreichische Diplomaten erinnern die Serben gerne daran, dass Belgrad einst ein großes Zentrum der Maschinenproduktion war. In Belgrad hergestellte Traktoren wurden von Indien bis Ägypten verkauft und konnten sogar im Westen konkurrieren und auch verkauft werden. Und wie bereits erwähnt, war der Jugo, ein in Belgrad hergestelltes Auto, so ziemlich das einzige kommunistische Auto, das wirklich anständig war und das einzige, das gut genug war, um in den Westen exportiert zu werden und dort zu konkurrieren. Und die jüngsten Entwicklungen werden dieses Thema wieder in den Vordergrund rücken. Eine ukrainische und moldawische EU-Mitgliedschaft erfordert die Entwicklung der Infrastruktur, um diese Länder in Europa zu integrieren. Polen arbeitet bereits an Plänen für ein Eisenbahnnetz, das die Ukraine an Polen anbinden soll, und die Eisenbahn ist im Allgemeinen eines der besten Transportinfrastruktursysteme, die man haben kann. Österreich und Ungarn haben vor kurzem ebenfalls Milliarden in den Bau einer direkten Eisenbahnverbindung von Bukarest durch die Karpaten nach Budapest und Wien investiert, um Rumänien tiefer in Europa zu integrieren und die Donau zu umgehen. Aber so sehr man die Eisenbahn auch mag, und auch ich liebe und befürworte Eisenbahnen, da sie offensichtlich sinnvoll sind, aber trotz ihrer großartigen Eigenschaften ist sie dem Fluss als Transportmittel für Güter unterlegen. Die Tonnage, die man mit Schiffen transportieren kann, wird immer größer sein als die, die man mit der Eisenbahn transportieren kann. Denn es gibt noch keine Technologie, die auch nur annähernd die schiere Masse an Gütern ermöglichen würde, die man auf dem Wasser transportieren kann. Ein Grund, warum die Eisenbahninfrastruktur in den Vereinigten Staaten unterentwickelt ist, liegt darin, dass das Mississippi-Flussnetz die Eisenbahn als Transportmittel überflüssig macht. Das Beste an einem Fluss ist, dass er die billigste Infrastruktur ist, die es gibt. Man muss einen Fluss nicht bauen, man braucht keinen Strom oder Diesel, um einen Fluss zu betreiben, man braucht keine enormen Wartungskosten, um einen Fluss zu unterhalten. Man kann einen Fluss nur vernachlässigen. Und diese Vernachlässigung ist genau das, was mit der Donau ein Jahrhundert lang geschehen ist. Die wichtigste Transportader für ukrainische Waren ist der Fluss Dnieper. Polens Eisenbahn werden die Ukraine zweifellos kulturell, politisch und wirtschaftlich enger an Polen binden, aber der größte Teil der ukrainischen Waren wird weiterhin den Fluss Dnieper hinunter ins Schwarze Meer fließen. Moldawien hat eine schwierige geografische Lage, die es von Rumänien durch die Karpaten und von der Ukraine durch einen russischen Marionettenstaat trennt. Aber es hat immer noch Zugang zur Donau. Und auch wenn die EU-Mitgliedschaft Georgiens noch in weiter Ferne liegt, wäre Georgien, wenn es jemals dazu käme, und da es viele Unterstützer in Europa hat, mit ziemlicher Sicherheit eine Art EU-Enklave, die physisch von der Landmasse der Europäischen Union getrennt ist. Der einzige Weg, der Georgien mit Europa verbinden kann, ist die Überquerung des Schwarzen Meeres. Der Ausbau der Donau als Verkehrsweg könnte zu einer Notwendigkeit werden, um die politische und kulturelle Integration dieser Länder überhaupt erst zu fördern. Auch wenn einige in der Europäischen Union Serbien gerne ignoriert hätten, um in die Ukraine zu expandieren, könnte die ukrainische Mitgliedschaft die serbische Mitgliedschaft zu einer Notwendigkeit machen. Ich diskutiere dieses Thema gerne, denn es ist ein oft ignorierter und übersehener Teil Europas und lädt dazu ein, zu untersuchen, wie wir Aspekte der modernen Politik wahrnehmen und interpretieren. Wenn du jemand bist, der die Rolle der Geografie und der politischen Entwicklung betont, wirst du wahrscheinlich darauf hinweisen, dass die Donau trotz ihrer Vernachlässigung während des Kalten Krieges ihre Bedeutung beibehalten hat und dass eine Rückkehr zu ihrer Nutzung lediglich eine politische Rückkehr zur Nutzung einer von Natur aus vorteilhaften geografischen Perspektive darstellt. Oder man könnte sagen, dass die Vernachlässigung der Donau in sich selbst ein Beweis für die politische Natur ist, die hinter dem Entscheidungsprozess in Bezug auf eine Geografie überhaupt steht. Und sie ist auch im Hinblick auf die Zukunft der europäischen Politik interessant. Ein unbeabsichtigter Nebeneffekt der Eurokrise 2008 war die Bildung regionaler politischer Blöcke. Zwar arbeiten alle Mitglieder der Europäischen Union zusammen, doch einige kooperieren stärker als andere, da sie entweder kulturell, geografisch oder politisch miteinander verbunden sind. Wir beobachten, dass sich die regionalen Zusammenarbeiten im Rahmen einer breiteren Kooperation zunehmend intensivieren.
Stecken wir spaßeshalber einen polnischen und einen italienischen Konservativen in einen Raum, werden sie sich wahrscheinlich nicht auf viel einigen. Setzen wir stattdessen einen niederländischen Konservativen und einen schwedischen Sozialdemokraten in einen Raum, dann werden sie sich über weit mehr einig sein. Ich glaube und prophezeie, dass die europäische Politik im nächsten Jahrhundert erleben wird, dass diese regionalen Gruppen ein wichtiger und zentraler Bestandteil der europäischen Politik werden. Und dass man diese Gruppen erkennen und studieren sollte, um Einblicke in die Zukunft der europäischen politischen Entwicklung zu gewinnen. Nordeuropa wird durch die Kultur und die Politik des protestantischen Fiskalkonservatismus gemischt mit der skandinavischen Sozialdemokratie zusammengehalten. Visegrad, das man auch als Angst vor Russland Europa bezeichnen könnte, das durch die slawische Kultur, die historische Erfahrung des Postkommunismus und das gemeinsame strategische Interesse an der Verteidigung zusammengehalten wird. Das Mittelmeer, ein Projekt, das sich zugegebenermaßen noch im Aufbau befindet und hauptsächlich von Frankreich vorangetrieben wird, um die europäischen Mittelmeerländer in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Verteidigung über die Kulturen hinweg eng aneinander zu binden. Und Danubia, das hauptsächlich von Österreich und Ungarn vorangetrieben wird, um die Donau als europäischen Wirtschaftskern voll auszubauen, der mit dem Rheintal mithalten kann, mit einigen Ausreißern wie Irland, Ungarn, der Slowakei, Portugal und Estland. Irland profitiert vom Brexit, indem es zunehmend die frühere Rolle Großbritanniens als Amerikas Partner in der EU übernimmt. Irland wäre wahrscheinlich viel lieber Teil eines völlig separaten Blocks von Ländern in der Europäischen Union, die durch eine gemeinsame nach außen gerichtete Geografie der Nordatlantikküste verbunden sind, die man als Atlantikküste bezeichnen könnte, aber da weder Großbritannien noch Island in der EU sind, ist dies derzeit keine Option für sie. Ungarn und die Slowakei gehören zu den Gründern der Visegrad-Gruppe und würden ihre europapolitische Zukunft wahrscheinlich gern als Brücke zwischen Danubia und Visegrad sehen, aber Ungarn hat in letzter Zeit seine Beziehung zu den anderen Gründern der Visegrad-Gruppe schwer beschädigt und flirtet viel zu sehr mit Russland, während die Slowakei sowohl mit Polen als auch mit Österreich gute Beziehungen pflegt. Ungarn und die Slowakei könnten sich für einen der beiden Wege entscheiden oder bei beiden bleiben. Portugal ist ein sehr nach außen gerichtetes Land, das durch die Geografie der Berge vom europäischen Festland getrennt ist. Die Portugiesen haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, Märkte und Freunde im Ausland zu erobern. Portugiesische Politiker setzen sich gerne für den visafreien Reiseverkehr zwischen Südamerika und der EU ein. Portugal mag eine Rolle als Teil des Mittelmeerraums anstreben, ist aber aufgrund seiner Geografie eher in einer ähnlichen Lage wie Irland. Portugal würde wie Irland gerne eine Brücke für Außenseiter nach Europa sein. Estland wurde historisch stark vom skandinavischen Lutheranismus beeinflusst. Estland mag heute mehrheitlich nicht religiös sein und jahrhundertelang unter russischer Herrschaft gestanden haben, aber die Grundlagen seiner politischen und kulturellen Institutionen wurden stark von Skandinavien beeinflusst. Estland investiert stark in den Verkehr und die Zusammenarbeit mit Finnland. Estland möchte sein osteuropäisches Erbe als Teil eines unerwünschten russischen Jochs loswerden, möchte aber dennoch seine Beziehung zu Polen aufrechterhalten. Die baltischen Staaten im Allgemeinen und Estland im Besonderen könnten sich sowohl Visegrad als auch Nordeuropa anschließen oder als baltische Gruppe eine eigene Rolle spielen und als Brücke zwischen dem Osten und dem Norden fungieren. Natürlich behaupte ich nicht, dass diese Gruppen oder Grenzen in Stein gemeißelt sind. Eine meiner Lieblingskarten ist diese Karte von Frankreich, die mit zwei Faktoren korreliert. Mit der Küche und der französischen Sprache. Die Menschen, die hier leben, kochen mit Olivenöl und beleidigen manchmal die Menschen, die dort leben, indem sie sie als Deutsche bezeichnen, während die Menschen, die hier leben, mit Butter kochen und manchmal die Menschen, die dort leben, beleidigen, indem sie sie als Italiener bezeichnen, was mich sehr an das Leben in Transdanubien und Barbaria erinnert. Kulturelle, sprachliche und viele andere Teilungen Europas waren schon immer Faktoren in ständigem Wandel. Aber ich glaube, dass sich die Gruppen, die ich in diesem Video aufgelistet habe, zu einem zentralen Faktor in der zukünftigen europäischen Politik herauskristallisieren werden. Für die Zuschauer im Publikum, die aus Ländern kommen, die sie gerne in naher Zukunft der Europäischen Union beitreten sehen, könnte es sich lohnen zu prüfen, welche dieser innereuropäischen Gruppen den Interessen deines Landes am besten dienen würde. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.